Hallo und herzlich willkommen bei der Küchenhexe. Heute machen wir mal Buchteln mit Vanillesoße. Ganz klassisch gefüllt mit Marillenmarmelade oder mit Himbeermarmelade. Einfach mit der Lieblingsmarmelade heute füllen. Hefeteig, Germteig ist keine Hexerei, nur einfach ein paar Sachen beachten. Dass er nicht in Zugluft kommt, dass die Milch nicht zu heiß ist, dass die Hefe einmal ein bisschen gehen mag. Also so schwierig ist das nicht. Und wie ich die Buchteln mache, das zeige ich jetzt. Ich habe mir die Zutaten schon mal alles abgewogen und da machen wir jetzt zuerst ein Dampfel. Ein Dampfel ist eigentlich nur eine Gärprobe, ob der Germ richtig funktioniert. Eigentlich ist es heutzutage gar nicht mehr nötig, weil man kriegt halt immer eine gute Ware. So Germ, frische Hefe, das ist halt immer top. Gell? Oder man nimmt eigentlich Trockenhefe, kann man genauso hernehmen. Das ist alles wunderbar. Aber eben früher hat man das so gemacht, da war die Hefe relativ alt und da ist kein Ablaufdatum drauf gestanden auf der Verpackung. Deshalb hat man diese Gärprobe gemacht. Also dieses Dampfel. So, da habe ich mir jetzt das Mehl in die Schüssel gegeben. Da machen wir in der Mitte ein bisschen eine Vertiefung und da werden wir diese Hefe jetzt einfach so hineinbröseln. Nur so ein bisschen zwischen die Hände reiben, dann hat man diese Brösel. Da gebe ich mir eine kleine Prise Zucker drauf. Zucker ist ein Starter für die Hefebakterien. Und die Milch, die habe ich mir leicht lauwarm gemacht. Sie sollte wirklich nur lauwarm sein. Gell? Und da gebe ich jetzt einfach ein bisschen drauf. Und das verrühren wir ein bisschen. So. Und jetzt tun wir ganz leicht ein bisschen Mehl drauf. So. Und das Ganze decken wir jetzt ab und lassen wir mal so 10 Minuten stehen. Und dann schauen wir, ob sie funktioniert, die Hefe. So, und jetzt sieht man schon, das Dampfel hat funktioniert. Das hat sie jetzt da ein bisschen auf. Da sieht man schon, wie schön. Okay? Super, das passt so. Und jetzt geben wir die restlichen Zutaten dazu. Eine Prise Salz. Dann ein bisschen Zitronenabrieb, einen süßen Hefeteig, machen wir schon ein bisschen gute Aromen reingeben, ein bisschen Vanillearoma. Das macht halt einfach den Teig irgendwie angenehmer und eleganter. Dann ein bisschen Zucker. Zucker sollte nie zu viel sein beim Hefeteig, das macht den Hefeteig nämlich hart. Dann ein bisschen Rumaroma. Ich habe da schon richtigen Rum. Rumaroma kann man natürlich auch nehmen. Ein Ei in meinem Fall. Butter flüssig, nicht zu heiß, nur flüssig machen. So. Und dann rühre ich einfach die Milch dazu, die habe ich mir auch lauwarm gemacht, nicht zu heiß. Und die gebe ich jetzt so langsam dazu. So, jetzt haben wir da einen wunderschönen Hefeteig, Germteig. Der sollte ja nicht zu fest sein. Das sieht man jetzt eh da bei mir. Aber er sollte sich trotzdem leicht vom Knethaken lösen. So, den lassen wir jetzt einfach bei Raumtemperatur zugedeckt für eine halbe Stunde gehen. Allerdings, wenn man ein Backrohr hat mit Dampffunktion, da gibt es dann auch eine Gärstufe und da kann man den dann einfach so ins Rohr geben. Unser Hefeteig ist jetzt wunderschön aufgegangen. Eigentlich mehr als das Doppelte. Total schön. So,
jetzt werden wir ein bisschen die Arbeitsfläche ein bisschen bemehlen. Und da geben wir uns den mal heraus. Drauf. Es ist optimal, wenn er ein bisschen weicher ist, weil dann werden sie ein bisschen lockerer und fluffiger, die Buchteln. So, und eigentlich, man könnte den jetzt ausrollen einfach und ausstechen oder, so wie ich das mache, ich steche mir einfach so Stücke oben von dieser Rolle, dann gebe ich die ein bisschen auseinander. Dann gebe ich einfach die Marmelade in die Mitte, die was man heute gern hat. Also ich nehme heute Marillen- und Himbeermarmelade. Total super, passt auch Bovidl-Marmelade. Passt auch gut rein. Und dann das Ganze verschließen. Einfach schauen, dass das unten eine schöne Naht ist, dass nichts rauskommt. Und so werden wir das umgedreht, also dass die Naht unten ist, ins Reindl setzen. Das habe ich mir schon fest ausgebuttert. Und so werde ich die jetzt alle machen und da ins Reindl geben. So, wenn sie dann gefüllt sind, dann lassen wir es einfach im Reindl zugedeckt bei Zimmertemperatur oder wieder im Backrohr nochmal für 30 Minuten gehen. So, wunderschön aufgegangen sind sie, unsere Buchteln. Die sind ja jetzt schon so riesig. Und so geben wir es jetzt bei 170 Grad Heißluft. Mittlere Schiene, einmal für 30 Minuten in den Ofen. So, unsere Wuchteln sind fertig. Super schauen sie aus. Genau die richtige Farbe. Ich habe noch vor circa 10 Minuten ein bisschen mit Butter eingestrichen und deshalb haben sie eine schöne Farbe und glänzen sie auch ein bisschen. Wir haben uns jetzt dazu eine Vanillesoße gemacht. Das passt total gut. Ganz klassisch, einfach nur laut Packungsanleitung eine Vanillesoße. Und wenn keine Kinder mitessen, dann gebe ich immer einen Stammball rum rein in die Vanillesoße. Schmeckt total gut. Ja, ich tue es um. Wir schauen einmal rein da. Rausbringen da. So, und jetzt sind. Ui, schön. Super fluffig sind sie. Jetzt habe ich den mit der roten Marmelade erwischt. Und das geben wir jetzt da in die Vanillesoße hinein. Da geben wir noch ein bisschen Staubzucker drauf. Schauen wir, wie schön, dass die aufgegangen sind. Wie schön fluffig, dass der Teig ist. Richtig herrlich. Schön durchgebacken. So, wir essen das jetzt als Hauptspeise. Geht natürlich auch als Nachspeise. Und am meisten freue ich mich aber morgen in der Früh zum Frühstück. Wenn es kalt sind, mag ich die so gern. Es ist einfach wie ein Zopfbrot oder Milchbrot. Wenn euch meine Variante von den Buchteln gefallen hat, dann probiert es aus, macht es noch. Es ist keine Hexerei. Traut euch einfach drüber über den Germteig. Es ist gar nicht so schwierig. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.